denke, ich guck nicht richtig. Heiko Pedersen. Wo? In Klingsiel. Ach nee. Und? Was macht denn der inzwischen so? Wie lange ist er jetzt eigentlich vom Büttenwerder weg? Na ja, da ist er weggegangen. Da war noch ein junger Kerl, Anfang 20. Und dann raus in die Welt, du. Nach Hamburg. Wahnsinn. Und ist Musiker geworden. Tatsache. Hat eine wunderschöne Frau geheiratet. Oh. Riesiges Anwesen in Blankenese. Und international eine Größe. Und den hast du in Klingsiel getroffen? Ihn doch nicht. Geht doch nicht. Der sitzt doch im Knast. Wieso? Ich denke, der ist Musiker. Ach. Keine müde Mark hat er mit seinem Geklimper verdient. Und seine wunderschöne Frau? Ja, die hat für ihn das Geld rangeschafft, damit er sich Drogen kaufen konnte. Gott. Was ist jetzt mit dem Anwesen? Unterm Hammer. Der konnte doch vor Schulden nicht mehr gerade ausgucken. Ja, aber das ist doch ein internationaler Star, hast du gerade gesagt. Ja, weil er dann mit Drogen gehandelt hat. International. Wurde aber schnell erwischt. Meine Güte. Was für eine Niete. Und woher weißt du das jetzt alles? Ja, der hat im Knast seine Memoiren geschrieben. Die lagen aus, im Schaufenster. Wer? In der Buchhandlung, in Klingsiel. Platz 1 auf der Bestsellerliste. Heiko Pedersen. Wie ich oder du mal sein Leben aufschreiben würde. Das würde einschlagen wie eine Bombe. Ich meine, wenn man seine Erinnerungen aufschreiben will, dann muss man ja auch wissen, was alles so war, zum Beispiel gestern. Was war da alles los? Ja, hier Frühschoppen. Dann waren wir bei dir. Ja, Lüdenköln. Dann Mittagsstunde. Dann nach Feierabend hier. Ja, waren wir wieder hier. Ich meine, das ist doch ein ständiges Hin und Her. Das ist auch mal interessant. Dann hatten wir noch einen Absager bei mir. Ja. Na, die Geschichte werden euch die Leute ganz sicher aus den Händen reißen. Wieso? Das ist doch mal interessant. So ein paar Insider-Informationen aus der Landwirtschaft. Ein bisschen mehr müsst ihr den Leuten schon bieten, wenn die sich für euer Leben interessieren sollen. Denkt mal an Heiko Pedersen. Ja, und hier vorne hat einer so ein paar schöne Worte über Heiko geschrieben, ne? Dass man auch weiß, dass Heiko einen ins Vertrauen zieht und an seinem Leben teilhaben lässt. Und hier ganz hinten, da ist so eine Liste, wen Heiko alles kennt und die in dem Buch vorkommt. Hier, Albert Einstein, Seite 30. Das ist doch der von der Wetterkarte. Hatte ich ein Zimmer mit einem Poster von Albert Einstein. Interessant. Und hier der Papst. Seite 52. Sah ich in den Nachrichten den neuen Papst. Gewaltig. Herr Brackenmann, sinnierst wieder, wa? Ja, das wird ein tolles Ding. Kurt Brackenmann, mein Leben für Büttenwerder. Arce. Wieso? Bitte nicht. Ja, wieso? Wenn du das kannst, dann kann ich doch auch mein Leben verkloppen. Ja, aber das ist doch nicht gut, wenn zwei Leute gleichzeitig mit der Geschichte auf den Markt kommen. Ja, dann mach ich und dann du. Arce, du bist ein guter zweiter Mann. Ein wirklich guter zweiter Mann. Aber du bist kein erster Mann. Ich bin erster Mann. Und du bist ein zweiter Mann. Aber ich kann schreiben. Ja, dann schreibst du meine Geschichte und ich erinnere mich. Also gut. Meinst du denn, dein Leben ist interessant genug? Mein Leben? Mein Leben ist sowas von interessant. Das weiß bloß keiner. Das weiß ja nicht mal ich. Da muss ich mich auch erst dran erinnern. Die Vergangenheit ist sehr, sehr wichtig. Das gehört dazu,
dass man seine Vergangenheit suchen muss. Ne? Man muss die suchen und finden. Die Vergangenheit. Ja, man muss natürlich nur wissen, wo ist die Vergangenheit. Ja, da ist sie ja. Meine Vergangenheit. Das. Das ist meins. Mein altes Killervorrat. Ja, und? Tja, da muss ich nur angucken, dann kommt die ganze Erinnerung wieder hoch. Ja, dann mal los. Nur so ein Blick und dann macht das Kling-Klong im Kopf, du. Ja. Ich höre. Meine Kindheit, ne? Wie soll ich das nennen? Was? Ja, das Kapitel. Ja, das war doch ein guter Titel eben, meine Kindheit. Ich höre. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Meine Mutti hatte ich besonders lieb. Wir hatten einen schönen Hof. Und ich musste schon ganz früh mit anpacken. Besonders gern bin ich mit meinem Fahrrad durch die Gegend gefahren. So, fertig. Zweites Kapitel. Bist du bereit? Ja, ja. So, nun geht es aber gleich los hier mit der Erinnerung, ne? Ja. Hier muss es irgendwo gewesen sein. Ja, hier, da ist es doch. Was ist das? Hier haben wir unseren Namen reingeritzt. Gerlinde und ich. Nachdem wir damals auf dem Acker da hinten... ne? Waren wir so verliebt, dass wir hier unseren Namen eingeritzt haben. Hier, kannst du mal lesen. Kurt Brogelmann und Gerlinde Kötenbrück. Was soll ich jetzt schreiben? Was hast du denn schon? Zweites Kapitel. Die Liebe. Nachdem Gerlinde und ich nur einmal in der Natur waren und nicht so oft zusammen natürlich waren wie andere, weiß ich doch, dass sie mich heiraten wollte. Und ich habe sie auch immer noch in meinem Herzen, weil wir beide so glücklich waren. So, hast du das? Ja, ja, das meiste. So, drittes Kapitel. Mensch, wir schaffen aber was weg, oder? Wa? Sag mal, meinst du denn, dass das reicht, Brackelmann? Ja, was denn noch? Ja, vielleicht mal was Interessantes. Denk doch mal an diesen Heiko Pöttersen. Der hat sich mit seinem Leben ein bisschen mehr Mühe gegeben wie du. Ich habe auch interessante und tolle Sachen im Leben erlebt. Aber ich muss mich doch erst mal dran erinnern. Hier, das ist ein Schatz, eine Fundgrube, Tagebücher. Achtung. Mai 1970. Ich, Kurt Brogelmann, habe beschlossen, von jetzt an Tagebuch zu führen. Juli 1974. Ich habe beschlossen, von jetzt an Tagebuch zu führen. August 1974. Hab keine Lust mehr, Tagebuch zu führen. War eine scheiß Idee. Ja. Onkel Werner, hallo. Wie? Onkel Werner, ich hab doch nichts auf in Nord. Die Landwirtschaft wirft doch nichts mehr ab, ja. Sag mal, Onkel Werner, weißt du, ob das irgendwas von mir gibt? So, weißt du irgendwie so eine Geschichte? So was, was interessant wäre? Ja, so von früher. Aha. Ach, gar nichts. Ja, tschüss. Wo war ich denn geblieben? Ich glaube, dein Leben ist ein Ladenhüter. Muss mich mal wieder ein bisschen mehr um mich kümmern, nicht so viel um dich. Wir werden ja sehen, wer den Vogel abschießt. Es kann nur einer der Beste sein. Ja, Onkel Werner, ich bin das doch mal, dein Kurdi, ne? Sag mal, hast du noch irgendwas von mir? So von früher, so Sachen? Für Geld. Ja, aber ich hab doch keins. Ja, dann schick mir das mal rüber. Dann gucke ich mir das an, ne?
noch gekriegt. Ich bin ja wohl schon 104. Ja, weißt du, wer ich bin? Ja, weißt du denn das nicht? Doch, aber ich wollte noch ein bisschen mehr wissen über mich und dann wollte ich mal wissen, ob du was weißt. Hast du einen Schmuck? Nee. Hast du mal irgendwie vielleicht so eine besondere Geschichte von früher mit mir? Wo ich so besonders niedlich war zum Beispiel? So, hier, nur erzähl mal, was war ich denn nur für eine früher? Ein Klavierspieler. Da war ein Klavier auf der Wiese, ganz allein. Onkel Krischer. Du hast dich rangesetzt und gespielt. Musst dir aber auch mal ein bisschen Mühe geben. Stundenlang Klavier. Gib mal Zigarette wieder her. Ping, 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 ping. Auf dem Klavier. Ja, tschüss. Ich bin schon 104. Ich weiß allerlei, Hans. Unken! Seine Mutti ist bei der Geburt gestorben. Und sein Vati wurde entführt im Kriege. Schon im ersten Sternkrieg. Und er selbst ist Halbblut. Halb Mensch, halb Megaman. Und er hat die Erde schon 23 Mal vor dem Untergang gerettet. Dabei ist Killerkralle erst so ungefähr genau 20 Jahre alt. Ja, vielleicht sollte ich mal seine Lebensgeschichte aufschreiben. Wie weit seid ihr denn inzwischen? Mit Brackelmann? Ja, das ist furchtbar uninteressant. Ja, nun? Ja, nun schreibe ich selbst. Über dein Leben? Nee, das ist doch auch uninteressant. Ich war doch viel zu viel mit Brackelmann zusammen. Ja, klar. Und worüber willst du dann schreiben? Ich könnte ja mal über dich schreiben. Ja. Ja, du warst doch fünfmal verheiratet, Schorri. Das ist doch viel besser als Drogen und Schmuggel. Fällt dir denn irgendwas ein? Ich habe kein gutes Gedächtnis, Arsch. Wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte, wäre ich nicht fünfmal verheiratet gewesen. Moin. Moin. Na, Brackelmann, wie geht das so mit der Erinnerung? Sehr gut. Und bei dir? Ja, bei mir geht es auch gut. Also wenn man erst mal anfängt nachzudenken, ne, dann kann man gar nicht mehr aufhören. Das ist furchtbar spannend. Ich weiß nicht, Leute. Erinnerung? Das ist die Büchse der Pandora. Wer ist da denn? Man sollte die Vergangenheit hinter sich lassen und nie wieder daran rühren. Was war, das war. Das ist mein Motto. Wieso? Ich kann mich zum Beispiel noch an jeden Geburtstag von mir total gut genau erinnern. Ich weiß auch noch genau, was ich nicht gekriegt habe. Moin. 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 Zweite Mal Strom nach Zahlung. Telefonrechnung, diesmal ein bisschen mehr als sonst. Danke, dass du mich vorwarnst. Na, du weißt doch, bei mir geht nichts ungeprüft raus. Und das ist für dich aus Düdersen von deinem lieben Onkel Werner. Was ist denn da drin? Oh, tut mir leid, kann ich dir nicht sagen. Könnte ich gucken, ich habe keinen Projektor mehr. Und auch kein Tonbandgerät. Und weg. Und tschüss. Ich glaube, ich hab sowas noch. Gehen, Onkel Werner? Ja, geht nur. Einfach gehen? Guck mal, Archie, das sind wir. Das wusste ich. Hier, so längs? Mach's einfach irgendwas. Ja, was denn? Was sie sonst auch immer macht. Ich kann Kuno doch auch mal Joghurt über den Nacken schütten. Wieso willst du das immer machen? Du bist ein zweiter Mann, Archie. Da ist hinten schon wieder keine Luft drauf. Du bist kein erster Mann, Archie. Immer wenn ich dran bin, ist da hinten keine Luft mehr drauf. Ich bin erster Mann. Das ist unser Gemeinschaftsfahrt, Brackelmann. Du kannst immer erst nach mir kommen, Archie. Ich hab das zwei Tage, du hast es zwei Tage. Wir teilen uns das. Mir gehört die vordere Hälfte, Archie. Und der Vorderreifen ist aufgepumpt. Es ist immer dasselbe mit dir, Brackelmann. Mit dir rede ich nicht mehr. Nie wieder, das schwöre ich dir. Archie, guck mal. Da, was ist das denn?
Onkel Werner, hast du das schon fotografiert? Wie kommt denn das hierher? Vom Himmel, Archie. Aber das passt doch nirgendwo durch. Da ist sogar ein Hocker. Das ist meiner. Ich habe ihn zuerst. Du kannst das haben. Was ist das denn? Das ist ein Klavier. Quatsch, wo soll man denn da reinblasen? Mann, wie kann man nur so doof sein? Nun ist mal gut. Onkel Werner, Archie dreht durch. Ja, ja, ich sehe das schon. Junge, nun hör mal auf mit dem Quatsch. Der ist total plemplem. Willst du ihm nicht lieber was an die Ohren geben? Nein, nun warte mal ab. Vielleicht gibt sich das gleich. Du musst ihn ganz ruhig halten, Kuti. So? Toll, Kuti. Mensch, du hast echt Talent. Aber was machen wir mit dem? Archies Eltern dürfen das nie erfahren. Die schlagen den windelweich. Was soll der Quatsch auch? So was hatten wir hier noch nie, das kann ich dir auch sagen. Wie kriegen wir ihn bloß wieder weg davon? Schlag mit der Dachlatte? Kuti. Aber warum eigentlich nicht? Das sind noch Muskeln. Erste Sahne. Ich kann auch boxen. Weltklasse. Ich kann damit alles aufnehmen. Ist das nicht toll? Und wenn der Film mal reißt, macht nichts. Kann man kleben. Onkel Werner, sag mal einen bescheuerten Namen. Ködenbrück. Klasse, Gerlinde Ködenbrück. Die ist schön doof. So, wird langsam dunkel. Der hört ja wohl gar nicht mehr auf. Arce, Schluss jetzt. Gibt Abendbrot. Hör mir endlich auf damit, du Idiot. Hast du nicht gehört? Du nervst total. Das habe ich ja gar nicht geahnt, Archie. Die Büchse der Pandora. Jetzt ist sie offen. Wir sprechen uns noch, Brüggemann. Was ist denn nun wieder los hier, Mensch? Junge, was ist das? Scheiß du! Junge, nee. Moin, Onkel Krischon. Hast du ein Schmuck? Ich bin doch schon so alt. Wenn ich jetzt nicht rauchen darf, wann denn? Bugatti? Nee, die gibt es ja nicht mehr. Doch, auf Lebensmittelkarte. Und ein Schwarzmarkt. Onkel Krischon, ich habe jetzt mal eine Frage und das ist wirklich wichtig. Als ich eingeschult wurde, hattest du mir da nicht ein Taschenmesser geschenkt? Das war mein Taschenmesser. Wem? Du scheißt mich mit dem Fahrrad, das ist gar nicht deins, das ist unser. Na ja. Du scheißt mich auch mit den Schnitzereien an der Bank. Ja und? Wahrscheinlich bist du nie natürlich mit Gerlinde gewesen. Wohl. Aber dass du mir mein Taschenmesser klaust, das ich von Onkel Krischon zur Einschulung gekriegt habe, das ist traurig. Ich hab das doch nur benutzt, wenn du nicht geguckt hast. Gib mir das nur wieder her. Leute, beruhigt euch doch mal. Archie,
Ich erkläre hiermit offiziell und von Amts wegen die Vergangenheit für endgültig beendet. Da seht ihr wieder, was dabei herauskommt, wenn man in seiner Lebensgeschichte herumstochert. Ja, das liegt ja wohl an der Krise in der Landwirtschaft. Die treibt einem ja dazu. Ach, hör zu, Brackelmann. Damit es hier in unserem Gemeinwesen nicht noch mehr Streitigkeiten gibt, werde ich dieses Material einmal aus dem Verkehr ziehen. Aber und damit hier Ruhe einkehrt, solltest du dich sofort auf den Weg machen und dich bei deinem Freund entschuldigen. Krieg noch einen auf den Weg? Ich mach ja keine Leute, die nachtragend sind. Schlimm. Ganz schlimm. Ich mach ja keine Leute, die sich nicht entschuldigen können. Furchtbar. Ganz furchtbar. Hast du mal irgendwann erlebt, dass Schönbühl sich entschuldigt hat? Nee, noch nie. Das kennt der gar nicht. Schlimm. Ganz schlimm. Du, Atschi. Wollen wir nicht lügen? Zeig dich. Einen schönen Fund hast du dir da gesichert. Ob dieser Onkel Werner wohl noch mehr davon hat? Unter Garantie. Und du kannst das gut gebrauchen, hm? Neues aus Büttenwarde. Geschichte und Geschichten von Dr. Waldemar Schönbiel. Ist die Vergangenheit doch nicht so ganz beendet? In der Geschichtsschreibung darf man nichts dem Zufall überlassen. Ist das schön, wenn man wieder so nach vorne guckt, ne? Ja. Oh Mann, hat ja auch so viel vergessen von früher, ne? Ja, aber um vieles ist es auch nicht sehr schade. Weißt du, man sollte gar nicht so viel sinnieren. Was war, das war. Ich sag ja auch, das Leben an und für sich so gesehen hat ja auch einen Nennwert. Und besonders die Gegenwart. Das darf man nie vergessen, Archie. Ich finde so herrlich philosophisch von dir, Brackelmann.